natürlich kriegen wir auch dementsprechend auch gute Rüstungen. Und ich hoffe auch Rabatte. Weiß ich jetzt aber nicht so. Und ja, wie gewonnen, so zerronnen. Machiavelli zum Campidoglio begleiten. Und so. Was für ein Mann. Nicht wie Arrigo. Hi, hi! So, keine Gesundheit verlieren ist das Motto. Wenn ich das schaffe, bin ich Gott. Also im ersten Nebenmissionen sind eigentlich einfach. Also jetzt Nebenmissionen in Nebenaufgaben, wenn ich vor 100% sind. Später wird es schon ein bisschen schwerer. Ist es unschicklich, eurem Gewerbe weiterhin nachzugehen? Ich verstehe noch nicht, warum wir noch keinen Bogen haben. Ich werde jetzt mit seinem Bögen. Hi, hi! Als Pantheon. Ihr versteht es, Wunden zu schlagen, Ezio. Aber könnt ihr sie auch schließen? Ich will die Krankheit besiegen, nicht Symptome kurieren. Streitet nicht mit mir. Gut, dann lasst uns offen reden. Rodrigo Borgias Tod hätte nichts geändert. Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Das stimmt. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu bauen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Das ist eigentlich immer so, dass wir jedes Mal... Kommt hierher zurück! ...irgendwie das Geld verlieren. Wisst ihr, was ich dazu sage? Alligator! Auf die Schnauze. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Spaß dir. So, wir können jetzt wieder mit der Hauptmission anfangen. So, jetzt kommen wieder die üblichen Sprüche. Ja, die üblichen Sprüche sind immer noch da. So, finde, raufklettern heißt schon wieder. Nein, ist nicht. Aber ich möchte eigentlich gerne nochmal zur Karte rüber gucken. Eieiei. So eine Legende. Können wir nicht ändern. Aber wir können die Anzeige wieder einstellen. So. Nein, nein, nein. 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 Marios Prinzip nicht. Nein. Ja. 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 Nein. Nein, nein. Ja. Da kann er zusammenbleiben. Das, ja, da kann er eigentlich auch anbleiben. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Aussichtspunkt, ne? Versuchen wir es zumindest. Schuft. Wollt ihr so die Dame? Hey, kein Grund überzuschlagen. Ja, sicher. Hey, es gibt... Basilisk. Alles klar. Ich bin jetzt nur auf Stumm. Dann bin ich nicht. Sehr froh, dass mir das jetzt auffällt. Hey, Desmond. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Schön für das Adlerauge. Nur ich bin nicht dabei, irgendwas von 16 so zu suchen. Oh, eine Feder. Ja gut, Federn, wenn ich sie sehe, dann werde ich sie natürlich einsammeln, aber sonst werde ich mich nie auf die Suche davon begeben. Denn ich bin ja kein Assassin's Creed 100% Spieler, ja. Weil da müssen wir lange spielen. Sehr lange. Ich hoffe noch, dass ich die Assassin's Creed Robot Thumbnails habe. So, synchronisieren.
auf Uhr gucken, haben noch locker 21 Minuten Zeit. Da wundert mich, dass ich auch noch keine Lex habe. Dann noch das, was in der Nähe ist. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich das jetzt mache. Naja, kletter ich doch wieder der KH. Da kletter ich doch wieder runter. So. Mal kurz runter. Und runter. Ich bin gut. So, dann hierhin. Dahin. Dorthin. Griff, jetzt habe ich wieder meinen siebten Sinn bei Assassin's Creed. Ich glaube es. Also ich hoffe es. Ich glaube es nicht. Ich hoffe es. Okay, den Sprung überlebe ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht mehr zu dem Leben. Guten Morgen, Hund. Ja, mache ich nicht. Nicht zu viel. Ich mich zu sehr verletzen bei. Der Krieg in der Romagna wird von Cesare Borgia und seinem Heer höchst ertragreich geführt. Mutter Kirche darf mit Petter Kohl rechnen, um ihren Ruf zu mehren. Alles klar. Da hinten, okay. Da muss ich jetzt erstmal schwimmen, oder nicht? Ach, da darf ich gar nicht hin. Alles klar. Das heißt, ich muss wohl doch die Hauptstory machen. Ja, muss ich wirklich, weil... Sonst kann ich nicht dachten. Damit aber nicht. Es sind Positionen bei der Belie, sowie auch Reservisten. Da war ein Dieb. Was genau hat diesen Ausbruch von Impertinenz hervorgerufen? Warte, Santa Anpass. Wer hat Eier auf? Der neue Befehlshaber der Päpstlichen Reservegarde möchte, dass alle Männer im wehrfähigen Alter in den Dienst einer was neuen bezirksweiten Miliz eintreten. Oh, dann mach ich das nicht kümmern. Su Santita, in all seinem Großmut, seiner Weisheit und Güte, wünscht, dass alle Seide jungen Römerinnen zu einer besonderen Einsegnung an ihrem 14. Geburtstag vorstellig werden. Alle! Du musst warte mal oben. Ja, die werde ich dann so wie früher behandeln, wenn sie in der Nähe sind. Okay, wenn nicht, dann. Ja. Haben sie mal Glück gehabt. Genau wie mit den Waffen. Habe ich mal Lust, ein paar Waffen zu töten? Plötzlich sei einfach. Oh, jetzt kommt das an. Wie geht's? Das ist eklig, wenn sie blendet. Ah. Deswegen mag ich die Wintersonne nicht. Weil die blendet. Also ich finde, die blendet mehr als die Sommersonne. Sommersonne, Kaktus. Machiavelli, darf ich dich warten lassen? Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Sieht aus wie Diskontakt. Man tötet. Wer hat die Post? Borgia Kurier weniger als eine Minute fangen. Ja, das wird schon geschafft sein. Jo. Aber Machiavelli, wie wär's, wenn du mich die ganze Zeit mal vom Weg abdrängst? Andiamo! Ah, da war so eine Flagge. Da ich zusammen weiß ich überhaupt nicht, wofür die Flagge sind. Oh. Und für den hohen Gott des Kämpfens
Ja, also wir werden dann schon ein bisschen mehr auf Rom zu tun haben. Also soweit ich weiß, werden wir uns auch gar nicht mal so weit entfernt von Rom. Also gar nicht. Ich meine auch eigentlich gar nicht. Glaube ich zumindest, das weiß ich jetzt nicht zu 100%. Aber wenn man es so sehen kann, ich mache jetzt mal kurz die Karte auf. Kann ich ihn hier rausnehmen? Ich meine, guckt euch das mal an, so groß ist Rom. Also so ein kleiner Teil eigentlich davon. Was ist denn eigentlich hier? Zur Villa können wir? Viana. Okay, Viana, weiß ich nicht, was das ist. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht narren. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht sagen. Was heißt Verbündete? Ich möchte gerne darüber informiert werden. Er wollte die offizielle Post des Vatikans stehlen. Perdonatemi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Vai, vai! Aua! Alles klar, jetzt krieg ich auf die Fresse, Kasse. Zack. Grazie. Wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Ezio, stoppt ihn. Trefft mich bei den Thermen. So einfach ist es am Anfang eigentlich noch. So, wie immer können wir diesen eigentlich töten. Wenn man noch zu hinter zu wäre. Gebt ihnen, was sie verdienen. Ja. Oh, hallo und tschüss. Mama! Aha! Schnappt ihn, Ragazzi! Oh. Lass mich hoch! Was war denn das da, jetzt? Schnappt ihn! Merda! Ich sehe ihn nicht! Das ist ja auch gut so. Dort! Hi! Was machst du? Ey! Unterschuss ist unfair. Ja, muss von dem Pferd runter, wa? Nope. So einfach geht das. Ja, ja, alles klar. Ich glaub, ich bin jetzt wieder in Assassin's Creed drin. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall auf die Armbrust sparen, weil die Armbrust ist eine sehr gute Waffe. Mit der arbeitet man eigentlich auch sehr viel. Also ich zumindest. Schön ist dann, wenn man den Kurier tötet und noch nicht entdeckt werden kann. So, was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 10 nach, 12 Minuten haben wir noch, easy. So, dann wollte jetzt noch Machiavelli mit uns reden. Gib mir einen Schatz. Mein Schatz. Schatztour? Doch, eine Schatztour, glaube ich. Da, Schatztruhe. Ich höre Wölfe. Warum höre ich Wölfe? Weihrauch. Ja. Ob man es braucht, ist eine andere Frage. Also ich brauche es im Moment nicht. Blöd ist, dass Ezio zum Beispiel immer noch nicht auf Bäumen klettern kann. Aber gut, das ist jetzt was anderes. Ich meine, jetzt im dritten Teil ist das ja was anderes. Na gut, jetzt werden wahrscheinlich andere den dritten Teil kennen.
Wir wissen, worum es geht, aber ich will jetzt nicht spoilern oder so. Deswegen sag ich es auch noch nicht. Ich meine, hier war ein Aussichtspunkt, glaube ich. Alles klar. Ich weiß jetzt, was als nächstes kommt. Ich meine doch, hier wäre ein Aussichtspunkt. Oder irre ich mich? Okay, ich glaube, ich irre mich doch. Okay, wir haben immer noch 60 FPS. Wir sind sogar darunter. Oder? Mal das Schwert drin lassen. Den Brief zu Machiavelli in die Triaste Herme bringen. Ach, da weiß ich. Keine Gesundheit verlieren. Immer die Leute, die Wölfe nachmachen. Der denkt sich auch so, what the fuck? Ach komm schon, echt jetzt? Ja. Ich hoffe, das haben wir jetzt schon verkackt. Ja, keine Gesundheit verlieren. Wenn der. Was kann ich denn dafür, wenn der nicht kontert? Alter, wenn der kontern würde, der Affe, dann hätten wir das Problem jetzt nicht gehabt. Aber nein, wir können ja nicht kontern! Jetzt müssen wir das Versteck suchen. Ja, zum Beispiel sowas werde ich jetzt auch nicht nachholen, weil das ist jetzt wieder Sache gewesen, Fehler vom Spiel. Was soll ich dagegen machen, wenn jetzt Ezio nicht kontern will? Aber gut. Wie gesagt, wir spielen das Spiel nicht zu 100%, obwohl das jetzt auch so eine leichte Mission war. Nee. Ihr wisst es ja. Okay, den haben wir schon. Na gut, die Waffe kann ich eigentlich wegwerfen. Mich jetzt zu heilen, das zählt ja auch schon wieder als verletzt dann. Leider. Natürlich werde ich jetzt natürlich auch alles plündern. Natürlich. Weil ich ja das schöne. Die schöne Armbrust haben möchte. Aber erstmal müssen wir. Wir müssen von hier gekommen sein. Versteck rein. Ja. Ich meine, jetzt sind die Missionen ja noch kurz, aber später werden die schon ein bisschen länger. Dann geht das schon so ein bisschen so auf die paar Minuten zu. Ich hoffe, das ist wieder so eine Mission, die wird sogar ein bisschen länger dauern. Und hier geht diese auf Zeit. Das war die Halle von Nero. Den Schrein des Romulus finden. Die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Wenn ich weiß, wie, kann ich es machen. Ich habe beim ersten Mal nicht geschafft. Wir müssen den und den Hebel betätigen. Ich hoffe jetzt mal nur 2 und jetzt nicht 4. 4. Super. So, zack. Und, so, sowas ist zum Beispiel so. Ezio kann natürlich sowas nicht, denn er ist zu alt für so einen Scheiß. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Dann bin ich noch hell. Ich bin eine Halogenlampe, so hell bin ich. So, dann gehen wir hier hoch. Jetzt hier. Andale am besten. So, mach fertig hier. Upsala. Also jetzt können wir von da aus wieder dahin springen und dann von da aus dahin springen. So.
2 haben wir schon mal aktiviert. So, dementsprechend. Ach, ich glaube, jetzt kommen wir von hier aus direkt darüber. Wenn wir bei Glück haben, haben wir auch. Geil. Muss nur wissen, wie. Warte mal, wird nicht eigentlich die Zeit angezeigt? Ja, 6 Minuten haben wir noch. Und später kommt dann auch, wie bei Assassin's Creed 2, wo wir in der Kirche waren, kommt dann auch später so ein Alarm, so, du hast noch so ein paar Sekunden oder so. Zumindest meine ich das noch. Aber ich glaube, der Schrein ist sogar noch einfach. Also sowas könnte man schaffen, wenn man sich da intensiv dranhängt, oder? Nur ich möchte ja nicht schnell Rush machen, sondern ich möchte es gut. Dazu könnte man mir jetzt wieder sagen, natürlich passiert sowas. An einer Kante hängen. Allegato! Obwohl, vergesst wieder, was ich gesagt habe. Jetzt erinnere ich mich wieder an den Scheiß. So, hier darf man jetzt klettern. Und zwar nicht so normal klettern, sondern man darf jetzt hier den kompletten Weg suchen. Und wenn man verkackt, kann man wieder von vorne anfangen. Und sowas mag ich ja ungemein. Überhaupt nicht. Wenn du meistens so einen störrischen Ezio hast, der meistens sowas nicht macht, was man dann will, dann hat man natürlich noch größere... Ich habe jetzt gerade 90 Frames beim Aufnehmen von Assassin's Creed Brotherhood. Was geht hier ab? Na gut, das Spiel läuft auch ziemlich flüssig, um ehrlich zu sein. So, ich meine jetzt hier hin. Das weiß ich. Okay, gut. So, jetzt ist wieder die Frage, wo geht's als nächstes hin? Ich meine hier hoch, dann dahin, 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 dahin. Wundert mich, dass ich das jetzt so schnell mache. Irgendein Fehler wird passieren, der mich jetzt bestimmt, Moment, 4 Sekunden rauswirft. 4 Sekunden. Ich weiß es. Das ist cool. Das könnte man ja irgendwie versuchen, so in Minecraft nachzumachen. Also jetzt so... Ja, doch, eigentlich schon. Ja, wenn man hier runterfällt, ist man instant kaputt. Wir müssen da hinten hin. Natürlich am besten. Ja, obwohl, ja doch, ich hoffe, ich kann mich so weit daran erinnern. Wieder zurückspringen, genau. Oh, jetzt kommen die Lecks. Ich hoffe, jetzt habe ich gleich keinen Platz mehr auf der Platte. Obwohl doch, ich bin jetzt wieder bei 90 Frames. Alles klar. Ja, hier runter zu springen wäre jetzt natürlich die absolute Mechanics-Idee. Also neue Meta und so. Wisst ihr Bescheid? So, Ezio schwinge ich mal darüber. Ich habe eigentlich 2 Lieblingscharaktere bei Assassin's Creed. Eigentlich Ezio und Connor. Ja. So, hier rüber. Dahin, dahin. Nichts Falsches sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, wundert mich, dass ich das jetzt wahrscheinlich schaffen werde. Aber ich werde es nicht sagen. Ich habe es jetzt gerade gesagt. Scheiße. Und ich hoffe, hier runterzufallen ist, glaube ich, auch direkt instant kaputt. Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Aber das ist schon wieder die Mission, die natürlich jetzt die Überlänge von dem Spiel schafft. Super. Ich wollte 20 Minuten aufnehmen. 2 Stunden aufnehmen. Und ich mache jetzt schon wieder Überstunden. Hust, hust. So, hopp. Jetzt nur noch mal einen Berichtszettel schreiben. Stimmt auch wieder.
machen. Ich meine, hier muss ich den Weg jetzt wieder suchen. Das wird mich jetzt die 4 Minuten aus der Bahn werfen. Klatsch. Aua. So, da müssen wir hin. Und jetzt kommt die Frage der Fragen, wie kommen wir da hin? Von wo sind wir denn jetzt eigentlich gekommen? Ich glaube von hier. Nee, gar nicht. Von hier sind wir nicht gekommen. Hier ist sogar der richtige Weg. What the fuck? Wo bin ich an Lacker heute? Dafür lohnt sich die Überlänge wieder. Ich hasse jetzt hier. Seht ihr, sowas meine ich zum Beispiel. Sowas schmeißt mich dann wieder auf komplett aus dem Zeitplan und deswegen schaffe ich solche Missionen nicht. Und deswegen will ich sowas auch nicht mehr nachmachen. Nun komme ich wieder hier hoch. Ja, solche Sprüche werden wahrscheinlich auch öfters kommen. Dass zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas runterfällt, dann sagt zum Beispiel Ezio so, eine Sicherheit, falls ich stürze oder so. Stimmt, und jetzt kommt die Sache, wo ich das erste Mal gespielt habe, verzweifelt bin. Und zwar müssen wir hier da hoch. Jetzt dürfte euch die Frage stellen, wie kommt man denn da hoch? Ja, man darf. Das ist eine gute Frage. Wie kommt man denn da nochmal hoch? Scheiße. Genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Die Stelle hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Wo ich dann überhaupt nichts mehr. Natürlich kann das jetzt hier nicht. Ja, alles klar. Wisst ihr Bescheid? Ich schaffe die Mission nicht. Weil ich habe nur noch 25 Sekunden Zeit. Ja, ich weiß, dass ich keine Zeit mehr habe. Naja, nicht geschafft, auch nicht schlimm, finde ich. Ja, ich weiß. Obwohl ich eigentlich gut in der Zeit war, aber genau sowas wirft mich einfach aus der Bahn. Und weil ich so typisch bin, finde ich jetzt natürlich glaube ich wohl den Weg. Den Weg gefunden. Natürlich, jetzt finde ich natürlich den Weg. Naja, Fail Nummer 1 von möglichen 18. Okay, mögliche Fails von 30. Von 120, anders gesagt. Okay, mögliche Fails, solange bis das Display beendet ist. Fertig, Ende. Eigentlich nicht trauen, weil so wie ich jetzt das Spiel gekannt hätte. Könnte helfen, wenn ich stürze. Da könnte helfen, wenn ich stürze. Den Spruch meinte ich. Ja. Super. Ja, unsere 2 Stunden haben wir jetzt natürlich aufgebraucht. Demnach werde ich wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder ausmachen. Also Schluss für den Part heute.
genau, dann, wenn ich es eigentlich hoffentlich geschafft habe. Und tschüss! Aber jetzt kommt die, das finde ich so geil, ne? Das kippt natürlich, und natürlich hält das, und ihr seht, wie das zerbröckelt ist. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Wenn ich jetzt gleich springe, das werdet ihr jetzt genau sehen, wenn er jetzt mal springen würde, das aber nicht tut, jetzt tut das, dann müsste doch eigentlich durch den Rückstoß, weil der stößt sich ja ab, ne? Dann müsste doch eigentlich die restlichen Steine, die da ja sind, die jetzt zerbröckelt sind, ihr habt ja gesehen, die ganzen Risse, müssen, das schaffen wir nie in 25 Sekunden. Allein schon wegen den ganzen Cutscenes sind das alles nicht. Ja, und dann haben wir das natürlich hier gefunden. Der Schatz des, der Anhänger Romulus ist nehmen. Wir nehmen natürlich das komplette Gold, also das komplette Furin. Wir haben eine Tomate gefunden. So, und sowas dürft ihr jetzt eigentlich vergleichen wie mit den Assassinsiegeln, dass wir dann Dingens finden. Ich glaube, eine neue Rüstung kriegen wir dann. Sowohl als auch ein neues Schwert, glaube ich. Aber ich finde die Rüstung eigentlich überhaupt richtig scheiße. Aber naja. Wir werden es ja gleich sehen. Ja. So sieht dann die Rüstung aus. Jetzt finde ich die eigentlich. Obwohl, nee, doch nicht. Die sieht eigentlich richtig gut aus. 1 von 8 habe ich jetzt nur vorgelesen. So, dann gehen wir hoch. 1 von 6. Oh, okay. Jetzt würde ich auch mal B drücken. Erfolg, Goldjunge. Ja, habt ihr ein Thema, wo die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo, schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Ja gut, dann folgen wir ihm noch und dann sind wir eigentlich fertig. Abgesegnet, die Mieten der kirchlichen Besitztümer im Bezirk zu erhöhen. Ja. Claudia. Ne? Tja, was soll man sagen, ne? So, komm. Ah ja, genau. Ich glaube, jetzt schalten wir die Tore frei. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. So, Tunnel betreten. Da steckt die Tibierinsel. Ich frage mich, was das eigentlich bedeutet. SPQR. Ben trovato, Niccolò. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger.
Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Ja, neue Freunde finden. Ist ein anderes Thema. Römischer Untergrund haben wir geschafft. Sequenz 2 ist dadurch beendet. So, dann warten wir natürlich, bis es gespeichert ist. No. Pong. Rom in Ruinen. Erfolg freigeschaltet. So. Demnach am Onkel Strecken. Der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Tja. Una moneta. Neue Gegenstände sind in der Schmiede jetzt verfügbar. Dementsprechend kletter ich jetzt mal eben kurz nach oben. Sehr unterhaltsam. Haben drei Aufgaben bekommen. Aber diese werden wir nicht heute machen. Diese werden wir nämlich morgen machen. Oder später irgendwann. Natürlich. Ich würde sagen, synchronisieren wir natürlich. Gucken, wo die nächste Schmiede ist. Krallen werde, um zu gucken, was jetzt für neue Gegenstände verfügbar sind. Und dann werden wir die Missionen anfangen. Nachdem ich jetzt aber bei der Bank war, denn die Bank, die muss natürlich erst noch gemacht werden. Genau wie hier. Renovieren wir für 800. Warum nicht? Machen wir für die Bank jetzt auch mal eben, damit wir wenigstens eine Bank haben. Wir sind jetzt auf 272 gestiegen, alle 20 Minuten. Investieren. Okay. Geschäftsaufträge. Zeig mal her. Treue. Ja, das heißt zum Beispiel, das war Totems und so alles. Das heißt, wir können die dann selbst machen. Wir können auch dadurch jetzt natürlich welche verkaufen. Brauchen wir natürlich alles nicht. Also das jetzt erstmal nicht. Ja, die behalten wir mal. Munition brauchen wir noch nicht. 12.800, alles klar. Dies brauchen wir. Ein Messer brauchen wir jetzt noch nicht. Genauso wenig wie das römische Langschwert. Bräuchte man eigentlich schon. Aber will ich mir jetzt nicht holen. Und da war eh kein. Also wir hätten das Geld dafür. Aber ich will erstmal sparen. Römische Stiefel, okay, es ist eine Rüstung, die holen wir uns auf jeden Fall instant. Ja gut, die Waffe, ja, die Waffe, die holen wir uns auch direkt. Joa, und wieder arm. Dann ciao. So, dann investieren wir noch in die Bank. Verpiss dich, verpiss dich. Verpiss dich. Animali, Hilfe! Schon? So, auf 900. Inventar. So. So, deswegen, genau, wir können jetzt die Buchung herholen. Und ich will jetzt auch erstmal das Geld abheben.
Auch wenn wir nichts haben. So, das hat jetzt natürlich gespeichert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood mit mir, den Last Cup 99. Und wir sehen uns. Everydachi.